Inklusion und Exklusion am Beispiel der schulischen Erziehungshilfe. Eine Vorlesung von Elisabeth von Stechow. Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass die inklusive Beschulung bei Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung sich deutlich von Lern- und Sprachschwierigkeiten unterscheidet, hat die ständige Konferenz der Dozentinnen und Dozenten an sonderpädagogischen Studienstätten des Förderschwerpunkts emotionale und soziale Entwicklung festgestellt. Und diese Tendenz eben festzustellen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten eine besonders große Belastung für Lehrkräfte darstellen, ist in der Literatur immer wieder zu finden. Crane weist sogar 2013 darauf hin, dass sie eine große Belastung für Lehrkräfte darstellen und bei Gleichaltrigen meistens wenig beliebt oder oft sogar gefürchtet sind. Doch zunächst möchte ich den Inhalt vorstellen. Ich werde allgemein etwas über mein Inklusionsverständnis sagen, dann nochmal kurz zusammenfassen, was Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigung in der emotionalen und sozialen Entwicklung kennzeichnet. Dann möchte ich auf Beliefs von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Eltern zu sprechen kommen, auf die Barrieren bei der Beschulung in der Inklusion und auf die Konsequenzen für eine inklusive Pädagogik. Ja, bei dem Inklusionsverständnis geht es für mich vor allen Dingen um die Anerkennung von Diversitäten und den Abbau von Barrieren. Zur inklusiven Bildung. Inklusive Bildung ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder einen Bildungsanspruch hat und dass die Eigenheiten und Bedürfnisse des Einzelnen dabei betont und berücksichtigt werden. Budde 2018 sagt, dass Differenz dann ein soziales Zugehörigkeits- und Ordnungsschema werden muss. Natürlich ist Inklusion niemals frei von Widersprüchen und nur dadurch möglich, dass eben Diversitäten anerkannt werden. Die Feststellung von einer Behinderung kann bisher als ein Ergebnis von Zuschreibungs- und Verwaltungspraktiken verstanden werden. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass individuelle Behinderungen eng damit verbunden sind, dass normalisierend und diskriminierende Machtverhältnisse sie hervorbringen. Die Anerkennung von Diversitäten und der Abbau von Barrieren ist sozusagen das neue Fundament der schulischen Unterrichtung in der Inklusion und auch in der Förderung. Dabei geht es ganz wesentlich um die Bewältigung von Vielfalt, so wie es die Kultusministerkonferenz 2014 festgestellt hat. Ich zitiere: Die Weiterentwicklung eines Bildungssystems, das allen Kindern und Jugendlichen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen will, verändert das Anforderungsprofil von Lehrkräften. Bildungswissenschaftliche Standards müssen sich somit an der Entwicklung von Schulen, an den Veränderungen in den Schulen und in der Schülerschaft sowie dementsprechend geänderten Anforderungen an die Lehrerschaft orientieren. Der achtsame, konstruktive und professionelle Umgang mit Vielfalt, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Professionen und Einrichtungen erhalten dabei zunehmend Bedeutung. Das ist sozusagen das aktuelle Inklusionsverständnis der KMK. Noch 2004 hat die KMK die Begriffe Heterogenität und Vielfalt verbannt. Erst 2014 werden die wissenschaftlichen Begriffe Differenz und Diversität zur Beschreibung der Herausforderungen in der inklusiven Beschulung sichtbar. Vielfalt und Heterogenität als traditionelle Begriffe
sind vor allen Dingen in den 90er Jahren populär gewesen, wo eine Abkehr von der Kategorie der sonderpädagogischen Förderbedarfe als Kennzeichen guter Integration und als Zeichen für die Anerkennung von Verschiedenheit, dieser Begriff von Anne-Dore Prengel und Biwa typisch gewesen sind. Heterogenität wurde in der Literatur als Form bereichernder Buntheit beschrieben, der mit passenden Unterstützungsmaßnahmen begegnet werden sollte, um Benachteiligungen zu reduzieren. Dennoch blieben eben diese wissenschaftlichen Diskurse in der Logik behindert, nicht behindert oder eben gerade für die Schule sonderpädagogischer Förderbedarf oder kein besonderer Förderbedarf verhaftet. Der Diversitätsbegriff ist nun wesentlich komplexer und fokussiert nicht nur die Kategorie Behinderung oder Beeinträchtigung, sondern eben auch andere Differenzen wie Gender, Herkunft, kulturelle Zugehörigkeit, Religion, Schichtzugehörigkeit. Und verweist darauf, dass es eben unterschiedliche Verschiedenheiten geht. Diese intersektionale Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, verschiedene Differenzlinien in den Blick zu nehmen und eben auch aufzuzeigen, dass die miteinander verwoben sein können und sich auch gegenseitig beeinflussen. Und eine Analyse von Diversitäten zeigt erstens darauf hin, dass es sich hier um soziale Konstruktionen handelt, die aber wiederum auf Machtverhältnisse verweisen, hinter denen immer Konstruktionen von Normalität und Abweichung stecken, die letztendlich eben zu Prozessen von Exklusion oder Inklusion führen. Das Diversity-Konzept soll jetzt sozusagen diese Idee der Buntheit überwinden und eher dazu genutzt werden, um wirklich Benachteiligungen und Ausgrenzungserfahrungen, die im Schulsystem bestehen, analysieren zu können. Es geht beim Diversity-Begriff im Wesentlichen darum, darauf hinzuweisen, dass nicht die Diversität ein Problem ist, sondern dass es in Institutionen Barrieren gibt, die die Diversität zu Problem werden lassen, so Lindmeier 2015. Ja, die Schülerinnen und Schüler mit den Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung weisen nun natürlich auch verwobene Differenzlinien auf, sodass es zur Potenzierung von Risiken kommt. Der Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung ist relativ weit verbreitet, wenn man allgemeinen Erhebungen sowohl nationalen wie auch internationalen Studien folgt, dann weisen 15 bis 20% aller Kinder und Jugendlichen Verhaltensweisen auf, die auf eine emotionale und soziale Störung deuten. Tatsächlich Förderbedarf in der Schule wird lediglich 1% der Kinder und Jugendlichen gewährt. Und zwar nur dann, wenn sie erhebliche und lang anhaltende Schwierigkeiten haben, sich in sozialen Situationen angemessen zu verhalten. Und wenn die Entwicklungsauffälligkeiten vor allen Dingen im Bereich der emotionalen Kompetenzen liegen und die Kinder zugleich aus sozial deprivierten Verhältnissen kommen. Die Zuschreibung dieses Förderbedarfs in der emotionalen und sozialen Entwicklung steigt kontinuierlich an. Also die Inklusion hat nicht dazu geführt, dass die Kinder selbstverständlich in der normalen Schule beschult werden könnten. Im Schuljahr 2017/18
haben die Kinder mit 16,6% den zweithäufig vergebensten Förderschwerpunkt gehabt. Die Hälfte dieser Schülergruppe wird nun tatsächlich inklusiv beschult. Der Blick in den Schulalltag zeigt, dass die Kinder als unbeliebt und besorgniserregend gelten, dass sie häufig von Lehrerinnen und Mitschülern abgelehnt werden und dass sie als besondere Anforderung und Herausforderung an die Inklusion bezeichnet werden, so Stein und Müller 2015. Ja, Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung beschreibt nun erstmal eine sonderpädagogische, schulische Aufgabe. Die eigentliche Störung dahinter wird ungern benannt und es gibt tatsächlich immer wieder einen Streit um die rechte Begrifflichkeit. International ist der Begriff Gefühls- und Verhaltensstörung verbreitet, der auch im Deutschen beispielsweise von Opfer favorisiert wird und der sich an die internationale Begrifflichkeit der Emotional and Behavioral Difficulties orientiert. Der Begriff Verhaltensstörung wird in der deutschen Fachliteratur schon seit zwei, drei Jahrzehnten kritisiert, da er als abwertend, stigmatisierend gilt, aber auch als wenig aussagekräftig. Die Kritik richtet sich vor allen Dingen daran, dass der Begriff suggeriert, dass die vermeintliche Störung in der Person des Kindes oder Jugendlichen begründet ist, dass es sich quasi um eine krankhafte psychische Disposition handelt. Die soziale Dimension als Ursache für die Ausbildung von derartigen Verhaltensstörungen bleibt dadurch ausgeblendet. Das zeigen auch immer wieder Erhebungen. Hartgard 2005 eine Erhebung zum Verhaltensstörungen gemacht, wo mit der Teacher Report Form die Lehrer befragt worden sind und die häufig angekreuzten Items waren, das Kind muss oft von den Lehrkräften gemaßregelt werden, das Elternhaus wirkt mit der Kindererziehung überfordert. Also hier ist tatsächlich sozusagen ein Erziehungsdefizit im Vordergrund der Beurteilung durch Lehrer und Lehrerinnen. Andere Studien zeigen aber auch, dass ein Mangel an wichtigen Lerneigenschaften das Verhalten dieser Kinder kennzeichnet. Dabei wird vor allen Dingen ein Mangel an Selbstdisziplin bei der Bearbeitung von Aufgaben kritisiert, eine mangelnde Ausdauer bei gerade selbsttätigen Tätigkeiten, Aufmerksamkeit und Ruhe, die fehlen und die häufig auch mit dem ADHS-Syndrom begründet werden, was aber auch gerade im Grundschulbereich für Lehrer und Lehrerinnen zu großen Problemen wird, ist, dass die Kinder eine mangelnde Lernbereitschaft und Lernfreude zeigen, die aber bei dem Normalentwurf eines Grundschulkindes vorausgesetzt werden und insbesondere in Unterrichtungsformen wie dem offenen Unterricht eine Grundbedingung für das Gelingen sind. Förderschüler sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sie aus komplexen Risikolagen kommen, was eben auch nochmal wichtig ist für die Interpretation, dass Verhaltensstörungen sozusagen eine individuelle Disposition des Kindes darstellen könnten. Denn über 90% der Kinder kommen aus familiären Verhältnissen, die durch Armut, Sucht, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch gekennzeichnet sind. Die Kinder haben also traumatisierende Erfahrungen erlebt
und ihre Bindungserfahrungen sind negativ gekennzeichnet durch häufige Beziehungsabbrüche zu den Eltern, zu Ersatzeltern und Erwachsenen. Natürlich gibt es auch individuelle Faktoren, die aber auch das Produkt der komplexen Risikolagen sind, wie Entwicklungsbeeinträchtigungen, die schon bei Schuleintritt bis zu 2 bis 3 Jahre gegenüber dem durchschnittlichen Entwicklungsstand betragen können und ein Risikoverhalten. Zu den gesellschaftlichen Faktoren zählt natürlich die Bildungsbenachteiligung der Kinder aus Armutsverhältnissen, die ja gut durch Studien belegt ist, ungünstig verlaufende Migrationsprozesse und Erfahrungen der sozialen Marginalisierung. Die Bildungsbenachteiligung ist ja in den letzten 2 Jahrzehnten immer weiter in das Interesse der Fachöffentlichkeit, aber auch der medialen Öffentlichkeit gerückt. Nicht zuletzt durch die PISA-Studie aus dem Jahr 2004 wurde international bekannt, dass das deutsche Schulsystem im Vergleich zu den anderen beteiligten Nationen besonders schlecht darin war, die herkunftsbedingten Bildungsunterschiede zu kompensieren. Und im Anschluss gab es viele wissenschaftliche Analysen, die veröffentlicht worden sind, die sehr präzise und auch umfangreich die gesellschaftlichen, strukturellen und didaktischen Probleme benannt haben, die diese Bildungsbenachteiligung hervorgebracht haben. Und besonders wichtig war, dass das dreigliedrige Schulsystem ja eine besondere Rolle bei der Benachteiligung spielt, aber auch, dass die Eltern maßgeblich für die Förderung und Ausbildung von Kompetenzen der Kinder verantwortlich gemacht werden, so Hohlmann-Quenzel 2010. Ja, die Risikoschüler in der PISA-Studie haben also auch trotz dem Arbeiten an Verbesserungen sowohl in der Lehrerausbildung wie auch an Nachbesserungen im Bildungssystem nicht dazu geführt, dass diese Bildungsbenachteiligung signifikant überwunden werden konnte. Während die PISA-Studie 2000 noch 22,8% der Schülerinnen als Risikoschüler auswies, waren es 2016 immer noch 20% der Schüler. Und dazu muss noch erwähnt werden, dass in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Partnern nicht die Förderschüler dazu gezählt worden sind, so dass man nochmal circa 5% der Schüler darauf rechnen darf. Hohlmann spricht in seiner Untersuchung von 2010 auch davon, dass diese Kinder Bildungsverlierer sind. Das heißt, dass ihre herkunftsbedingte Benachteiligung ganz besonders schlecht kompensiert wird, dass das dreigliedrige Schulsystem dazu dient, bildungsprivilegierten Schichten, also im Wesentlichen der Mittelschicht, ihren Status zu erhalten. Und dass eben den Eltern die wichtigste Rolle bei der Förderung der Kompetenzen der Kinder zugebilligt wird und dass das eben nicht als schulische Aufgabe angesehen wird. Eltern, die schon bildungsbenachteiligt sind, sollen die bildungsbenachteiligten Kinder fördern und das gelingt wenig überraschend nicht. Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung können eben auch als Bildungsverlierer bezeichnet werden. Tatsächlich zeigen Studien, dass sie bereits in der Schulzeit eine Zukunftslosigkeit empfinden und die
eben auch zu einem gesundheitlich-sozialen und politischen Risikoverhalten führt, das nicht selten auch mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft gepaart ist. Das Aufwachsen unter diesen belastenden Bedingungen von Armut und der damit verbundenen sozialen Marginalisierung kann als hoher Risikofaktor dafür gelten, Verhaltensstörungen oder zumindest Verhaltensauffälligkeiten auszubilden. Und eine inklusive Schulentwicklung würde nun theoretisch die Chance bieten, im deutschen Schulsystem Bildungsungleichheiten zu reduzieren. Um das noch einmal von einer anderen Sicht zu drehen, könnte man sogar mit Allmendinger und Leibfried davon sprechen, dass die Kinder aus den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung nicht nur Bildungsverlierer sind, sondern geradezu von Bildungsarmut betroffen sind. Allmendinger und Leibfried orientieren sich hier an den Armutsbegrifflichkeiten der absoluten und relativen Armut und prägen die Idee einer absoluten Bildungsarmut, die dann vorherrscht, wenn ein Schüler nach Abschluss seiner Schulzeit gar keinen Schulabschluss, also keinen Hauptschulabschluss erreichen konnte, was im Jahr 2003 6 bis 8% der Schüler waren. Und von relativer Bildungsarmut sprechen Sie, wenn zwar ein Bildungsabschluss erreicht ist, das Kompetenzniveau jedoch höchstens einen Mindeststandard erreicht hat, wozu Sie 20 bis 25% der Schüler zählen, was sich relativ mit den Zahlen der PISA-Studie aus diesen Zeiten decken und wo wir heute davon ausgehen können, dass ja die Bildungsbenachteiligung ja nun kaum überwunden worden ist und die Zahlen deswegen auch kaum besser aussehen werden. Diese zeitweise Bedrohung durch Benachteiligung führt natürlich dazu, dass die Bildungsverlierer längerfristig von wichtigen Lebensbereichen abgekoppelt sind, also eine Teilexklusion aus gesellschaftlichen Bereichen erfahren, wie zum Beispiel ja, der Teilhabe an einer Ausbildung, den Einstieg ins Berufsleben und ja, dann den damit verbundenen materiellen Nachteilen, die zu weiteren Ausschluss aus gesellschaftlichen Bereichen führen. Und diese Personen sind natürlich im besonderen Maße gefährdet, auch dauerhaft der Totalexklusion aus mehreren oder auch aus allen gesellschaftlichen Teilsystemen zu erfahren, so Berger, Klein und Klerner 2010. Ja, Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung werden nicht gänzlich verschwinden, wenn Armut und Bildungsbenachteiligung reduziert werden. Die AGOIST-Studien des vergangenen Jahrzehnts konnten aufzeigen, dass 5% aller Kinder aus reichen Familien auch unter multiplen Deprivationen in zentralen Lebenslagen leiden. Die AGOISS-Studie hat Gesundheit, soziale Teilhabe, kulturelle und schulische Bereiche ausgewiesen, so Holz 2006 oder Laubstein, Holz und Stamer 2013. Denn auch in gut materiell abgesicherten Lebenskontexten kann es eben zu einem Mangel an emotionaler und realer Versorgung von Kindern kommen. Es können vernachlässigende Erziehungsstile vorliegen oder die Kinder können Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt oder Missbrauch werden, was alles Ursachen für die Ausbildung von Gefühls- und Verhaltensstörungen ist. Ja, wie müssen Lehrer und Lehrerinnen sich gegenüber den Kindern verhalten? Und die Beliefsstudien können uns hier Hinweise geben.
Ja, Moser et al. 2011 hat eine Studie über die Anerkennung von Diversität gemacht und weist zunächst darauf hin, dass Hartinger 2006 nachweisen konnte, dass die Beliefs, also die Einstellungen und Überzeugungen von Lehrer und Lehrerinnen eine wichtige handlungsleitende Rolle spielen und im hohen Maß auch mit den dann tatsächlich erbrachten Schülerinnenleistungen korrelieren. Die Förderschullehrerinnen sind bei der Studie der Überzeugung, dass eine individuelle Förderung der Kinder und die Beachtung spezifischer Erziehungsbedürfnisse, eine Orientierung an ihrer Lebenswelt und in der Diagnostik und auch in der Aufgabenstellung von ganz hoher Bedeutung sind. Und die Einstellungen dieser Förderschullehrerinnen sind unabhängig von dem Ort ihrer Berufstätigkeit, also sowohl Förderschullehrer, die in einer Förderschule arbeiten, haben diese Überzeugung, wie auch diejenigen, die in inklusiven Beschulungen tätig sind. 2015 gab es eine Beliebsstudie von Forsa. Da waren 57% der befragten Lehrerinnen der Meinung, dass sie eine gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern, also mit und ohne Behinderung, grundsätzlich für sinnvoll halten. 41% hingegen waren der Meinung, dass es besser wäre, wenn Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf separat unterrichtet werden. Also es gibt nur 2015 einen leichten Überhang der inklusionsbefürwortenden Lehrerinnen. Es zeigte sich aber, dass Lehrerinnen, die bereits in inklusiven Lerngruppen tätig waren, es viel häufiger als es für sinnvoll hielten, einen inklusiven Unterricht abzuhalten, als diejenigen, die das noch nie gemacht hatten. Und ein Drittel von denen, die aber in der Inklusion tätig waren, lehnten dennoch den gemeinsamen Unterricht ab. 2012 gab es von Sulzbacher, Behrens, Sauerhiering und Schwer eine Beliebsstudie, die zeigte, dass Vorerfahrung im Kontakt zu Menschen mit Behinderung nämlich auch eine wichtige Auswirkung auf die Einstellung zur inklusiven Beschulung haben. Und hier zeigte sich aber, dass eine höhere Praxiserfahrung der Lehrerin die Skepsis gegenüber der Inklusion steigerte. Die Lehrerinnen sahen im gemeinsamen Unterricht durchaus Vorteile für lernschwache Kinder und glaubten, dass die auch davon profitieren können. Sie hatten aber die Befürchtung, dass gerade die besseren Schüler in der Lernentwicklung gebremst werden könnten, weil ständig gewartet werden müsse, vermeintlich. Ja, die Studie von Sulzbacher et al. Zeigte, dass aber fast alle Regelschullehrerinnen grundsätzlich eine individuelle Förderung von Schülerinnen im Rahmen der Inklusion befürwortet haben. Nur hielten 90% die Umsetzung für unrealistisch, weil sie eben der Meinung waren, dass personelle, strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen dafür unzureichend gegeben seien. Tatsächlich haben auch Eltern Beliefs und hier werden neoliberale Tendenzen sichtbar. Nämlich äußern Eltern in einer Befragung von Arbeck 2015 die Befürchtung, dass ihre eigenen Kinder ohne Behinderung beim Lernen durch Kinder mit Beeinträchtigungen behindert werden könnte. Abeck hat diese Untersuchung im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt und hat Elternvertreterinnen und Elternvertreter zum Stand der Umsetzung der Inklusion befragt.
Und hier wurde tatsächlich auch mal der Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung angesprochen. Da gab es tatsächlich auch einige Eltern, die angaben, dass die eigenen Kinder ja, gestört würden durch die Kinder mit diesem Förderschwerpunkt. Ja, der Punkt Barrieren. In der UN-Behindertenrechtskonvention wird zentral formuliert, dass Menschen mit Behinderung nicht länger als Objekte angesehen werden dürfen, die auf die Fürsorge anderer Menschen angewiesen sind oder deren Mitleid und Hilfe, sondern dass sie als Subjekte wahrgenommen werden müssen, die eben Menschenrechte in Anspruch nehmen können, und zwar selbstbestimmt. Und wenn ihnen Barrieren im Weg stehen, dass sie dann Assistenz und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen dürfen. Daher ist es angemessen, auch im schulischen Bereich jetzt von Barrieren zu sprechen, die das Lernen oder die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung behindern. Und auch international wird darauf hingewiesen, dass es nicht länger angemessen ist, dann im schulischen Kontext von Special Education Needs zu sprechen, sondern dass es angemessener wäre, den Aspekt des Rechts auf Unterstützung zu betonen, also Special Education Rights umzusetzen oder auch sonderpädagogische Förderrechte als Begrifflichkeit einzuführen. Seit 2011 hat auch aus einem anderen Kontext darauf hingewiesen, dass Beeinträchtigungen der Schülerinnen in der Schule nicht länger als persönliche Eigenschaften bezeichnet werden, die dann fachgerecht behandelt werden müssten, sondern dass man viel mehr darauf achten muss, dass die Beeinträchtigungen und die Barrieren in einer Wechselwirkung stehen. Um Seitz zu zitieren, sagt sie, es geht also darum, eine Aufmerksamkeit für Barrieren zu entwickeln, die sich Kindern stellen, sowie deren Reflexion und Minimierung, und nicht um die Anpassung des einzelnen Kindes an die vorgefundenen Verhältnisse einer Schule. Ja, wie können Barrieren überwunden werden? In der Zeit des gemeinsamen Unterrichtes, in der Integrationspädagogik, war es lange Zeit üblich, dass zwei Lehrerinnen gemeinsam im Team unterrichtet haben. Also neben der Regelschullehrerin war in der Regel eine sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkraft mit im Unterricht. 2004 hat Preuß-Lausitz eine Untersuchung zur Integration in Berlin gemacht und zeigte, dass ein gutes Team-Teaching tatsächlich dazu führen konnte, dass auch Kinder mit Verhaltensstörungen gut beschult werden können, aber wirklich nur mit dieser Doppelbesetzung. Und tatsächlich war in der Integrationspädagogik der 80er und 90er Jahre das gute Team-Teaching die zentrale Herausforderung und wurde als Bedingung für eine binnendifferenzierte Förderung herausgestellt und war ein Erfolgsmodell. In der inklusiven Beschulung ist nun ja, dieses Team-Teaching, der zweite Lehrer, die zweite Lehrerin in der Klasse aus finanziellen Gründen nicht mehr vorgesehen. Und häufig werden sogenannte Integrationshelferinnen eingesetzt, die entweder eine geringe sonderpädagogische Qualifikation oder auch gar keine haben, trotzdem aber zu der Betreuung dieser Kinder im Klassenraum tätig sind. Das ist natürlich im Vergleich zu dem vorherigen Standard eine gefährliche Entprofessionalisierung im Umgang mit Kindern
Und auch mit Kindern, die einer besonders anspruchsvollen Förderung bedürfen, weil sie traumatisiert sind und diese Traumatisierung falsch gedeutet, nicht ausreichend beachtet werden. Und unter Umständen können dadurch sogar unerwünschte Verhaltensweisen unbewusst verstärkt werden. Die besondere Zuwendung zu einzelnen Schülern, und das ist eben für alle Förderschwerpunkte gleichermaßen der Fall, kann darüber hinaus dazu führen, dass die Kinder aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen werden, weil sie ein undurchdringliches Zweierteam mit ihrem Integrationshelfer, ihrer Integrationshelferin bilden. Und dadurch werden dann innerschulische Exklusionsprozesse verstärkt. Für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung kennen wir das insbesondere beim Herausgehen mit dem störenden Kind aus dem Unterricht, die Zeit auf dem Schulhof verbringen und nicht mehr in der Klasse inkludiert zu sein. Welche Konsequenzen bringt das für eine inklusive Pädagogik mit sich? Und das möchte ich jetzt vor allen Dingen für den Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung ja, besprechen. Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung Kinder in gravierenden Notlagen sind. Das betrifft die Bedingungen ihres Aufwachsens, das betrifft ihre Bindungsbeziehungen, ihre Erziehungsverhältnisse, ihre schulischen Leistungen und ihr emotionales Erleben. Das heißt also, dass ihre störenden und gestört erscheinenden Verhaltensweisen durchaus als Form der Problembewältigung angesehen werden können, auch wenn es sich hierbei um problematische Formen der Problembewältigung handelt. Sie sind aber in erster Linie auch so ein subjektiv sinnvoller Ausdruck ihrer inneren Not. Und diese individuellen und oft traumatisierenden Erfahrungen, die sie erlebt haben, werden eben unter den Bedingungen dieser sozioökonomischen und kulturellen Benachteiligung exponentiell verstärkt. Damit Inklusion gelingen kann, muss es der Regelschule gelingen, Bildungsbenachteiligung besser zu reduzieren, um grundsätzlich Kinder aus benachteiligten Milieus angemessener zu fördern. Und das ist etwas, wovon natürlich auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotional und sozialer Entwicklung profitieren können. Kinder mit diesen Beeinträchtigungen sind aber grundsätzlich auf eine hochwertige professionelle pädagogische Hilfe angewiesen. Also hier darf es keine Absenkung von Qualitätsstandards in der Inklusion geben. Also eine Fachkraft, eine ausgebildete Sonderpädagogin, ein ausgebildeter Sonderpädagoge, kann nicht ersetzt werden durch einen unausgebildeten Inklusionshelfer. Und gerade diese Absenkung der fachlichen Standards führt dazu, dass die Exklusionstendenzen verstärkt werden, weil die falschen Umgangsweisen mit diesen Schülern dazu führen, dass die Verhaltensstörungen sich verstärken. Ja, Inklusion oder Exklusion, was ist notwendig? Die Standards der sonderpädagogischen Expertise dürfen nicht verloren gehen. Das heißt, es ist notwendig, dass die Lehrerin eine fundierte Fachkenntnis und ein umfangreiches diagnostisches Wissen besitzen, dass sie auch über die schulischen Möglichkeiten hinaus ja, informiert sind über vielfältige und individuell passende Förder- und Therapieangebote, die das schulische Angebot ergänzen und dass sie in der Lage sind, ein mehrperspektivisches Fallverstehen einzunehmen, eine hohe Beratungskompetenz besitzen
und die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Hilfeleistern besitzen. Es ist wichtig, dass die inklusive Schule ein sicherer Ort für diese Kinder wird, der ihnen Halt gibt und auch angemessene Grenzen setzt. Da das oft nicht gewährleistet werden kann, hat sich schon im vergangenen Jahrzehnt gezeigt, dass eigentlich genuin pädagogische Problemkonstellationen in psychiatrische Störungsbilder umgedeutet werden. Der starke Anstieg von ADHS, aber im Augenblick merkt man auch einen Anstieg von Asperger-Autismus-Diagnosen, hat in der Regel auch mit dieser Umdeutung zu tun, dass eben Problemkinder und Störer plötzlich in medizinisch-psychiatrische Einrichtungen weitergereicht werden, für die diese Diagnosen eine Voraussetzung sind. Natürlich hat es eine Delegation von Kindern und Jugendlichen in den medizinischen Sektor auch in den Jahrzehnten davor gegeben, aber man kann eben sehen, dass sich das im Zuge der Inklusion verschärft. Und hier ist natürlich eine ganz eindeutige Exklusion sichtbar, die in keiner Weise wünschenswert ist. Die Erfahrungen in der Integration haben bereits gezeigt, dass Schüler ja gut inkludiert werden können und dass das natürlich in der Inklusion jetzt genauso gelingen kann. Aber Arbeck 2009, der eigentlich ein Inklusionskritiker ist, sagt, dass es ohne spezielle Schutzräume für die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder nicht gehen kann und dass es so kaum inklusive Lösungen geben wird. Und Werning als Inklusionsbefürworter fordert, dass diese Schüler, die Passagiere aufgrund von erheblicher Selbst- und Fremdgefährdung bedroht sind, auch therapeutische Einrichtungen brauchen, in denen ein Schulangebot stattfindet. Ebenfalls befürwortet die ständige Konferenz der Dozentinnen und Dozenten an sonderpädagogischen Studienstätten für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung dafür, dass es weiter intensivpädagogische Angebote in der Schule gibt, wie zum Beispiel die Schule für Erziehungshilfe und dass auch eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie notwendig ist. Für mich als Vertreterin eines umfassenden Inklusionsverständnisses sind diese Ansätze von Arbeck, Werning oder der Ständigen Konferenz wenig sympathisch. Aber angesichts dessen, dass es bereits heute eine Anzahl von Ausschulungen entstanden ist, die bedenklich ist und die auch ständig steigt und dass schwierige Schüler immer mehr von Exklusionsprozessen betroffen sind, müssen dringend Lösungen für die inklusive Schule gefunden werden, die eben einer Nichtbeschulung in Krisensituationen vorbeugen. Das heißt also, es muss ein Bewusstsein dafür geschärft werden, dass eine Exklusion aus der Inklusion für die betroffenen Kinder tatsächlich die allergrößte Katastrophe darstellt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.